Die Geschichten, die du dir jeden Tag erzählst, das sind auch lediglich die Geschichten, die du bekommen wirst, weil du diese Geschichten, die du dir erzählst, auch als Wahrheit anerkennst und dir sagst, diese Geschichten, die du dir erzählst, sind auch nur wichtig und richtig. Und das Problem ist, du bekommst nur diese Geschichten zu sehen und zu verstehen, weil du dich nur auf diese Geschichten einlässt. Und das ist das Traurige, das machen ganz, ganz viele Menschen, weil die sich einfach nur sagen, meine Geschichten, die ich mir jetzt gerade erzähle, das sind die Geschichten, die andere mir erzählen sollen, damit ich diese Geschichten erzählen kann. Und wenn du da dich wiederentdeckst und dir sagst, ich bin Geschichtenerzähler, weil meine Geschichte ist mein Leben, dann hast du nämlich ein ganz großes Unverständnis dem gegenüber, welche Geschichten dir andere Menschen erzählen. Und solange du bei deiner Geschichte beibleiben möchtest, weil deine Geschichte ist die, die alle aufrechterhalten sollen und auch verteilen, an den Mann bringen, erst dann bist du nämlich auch so vom Verständnis her, dass alles andere, was andere Menschen dir erzählen, gar nicht mehr zu deiner Geschichte passt, weil du möchtest deine Geschichte nach außen vertreten und verkaufen. Und das wirkliche Entscheidende ist da, wo du dich mal gedanklich mit auseinandersetzen solltest, ist, wie viel Wahres ist an deiner Geschichte wirklich dran? Weil nur, weil du die Geschichten erzählst und diese glaubst und diesen vertraust, heißt das lange noch nicht, dass irgendjemand diese Geschichte, die du gerade erzählst, auch hören möchte. Weil letztendlich ist es nämlich nur eine Geschichte, die du dir erzählst. Und da solltest du mal länger drüber nachdenken, bevor du dir wieder eine Geschichte erzählst, die, wie es in diesem Satz auch schon drin vorgekommen ist, eine Geschichte bleibt. In diesem Sinne, denk daran und bis dann.